hell am I? Willkommen, meine gespenstischen Gamer. Ich habe euch erwartet. Es ist Halloween und da kehren wir bei GameStar unsere gruselige Seite heraus. Doch schaurige Spiele und düstere Day-One-Patches gibt's da draußen zu Genüge. Und deswegen haben wir heute für euch 10 schreckenserregende Momente in Spielen, die ihr so garantiert noch nicht kennt. Unsere ersten 3 Einträge haben dabei etwas gemeinsam. Sie drehen sich alle um Kreaturen der Nacht. Und den Anfang macht ein wahrer Schocker. Was tut ihr in einem Shooter, wenn ihr nicht schießen dürft? Genau das ist nämlich das Problem der Backrooms aus Treepang 2. Der Indie-Shooter Treepang 2 ist eigentlich das genaue Gegenteil eines Horrorspiels, weil ich in erster Linie eine wilde Machtfantasie auslebe. Mit 2 Schrotflinten in den Händen in Bullet-Time durch eine Tür zu stürmen und 6 feindliche Spezialeinheiten mit brachialen Angriffen auf die Bretter zu schicken, noch bevor die erste Patronenhülse den Boden berührt. Das ist Treepang 2. Ich fühle mich mächtig, unaufhaltsam und immer in Kontrolle. Doch in den insgesamt 6 Kampagnenmissionen gibt's immer wieder Ausnahmen. Die größte davon nennt sich Site 83. Wie in allen Treepang-Levels ist auch in dieser Einrichtung irgendein schreckliches Experiment schiefgegangen, doch anders als sonst hilft mir Waffengewalt hier nicht weiter. In den vermeintlich menschenleeren Minenschächten gehen plötzlich die Lichter aus, ich sehe die Aufschrift Don't Run, also nicht laufen, und das ist wörtlich gemeint. Bewege ich mich zu schnell, zerreißen mich unsichtbare Kreaturen in der Luft. In einem Spiel, das voll auf Geschwindigkeit setzt, muss ich mich plötzlich völlig entschleunigen. Und Site 83 zwingt mich nicht nur hier zum Umdenken. Ich latsche in irgendeine Sackgasse und bin plötzlich mitten in den sogenannten Backrooms, in einem spielgewordenen Internet-Meme, das der morbiden Frage nachgeht, wenn das echte Leben ein Videospiel wäre, könnte man dann durch die Wände glitschen? Die schaurigen Backrooms bestehen aus den immer gleichen, eklig gelben, ranzigen Hotelfluren, in denen selbst Meister Yoda zur Horrorkreatur werden kann. Kurzum, Treepang 2 weiß genau, was es tut, wenn es diesen Internetschrecken in seinem gruseligsten Level verwendet. In diesen seltenen Abschnitten fühlt sich deswegen das Spiel wirklich an wie 4. In doppelter Hinsicht. Bevor es hier jetzt gleich mit dem Video weitergeht, noch ein kleiner Hinweis an alle Städtebauer. Unser GameStar-Sonderheft zu Cities Skylines 2 gibt es jetzt im Handel und in unserem Online-Shop. Das Heft ist randvoll mit Guides zur komplexen, motivierenden Städtebausimulation. So könnt ihr das Beste aus dem neuen Aufbauspiel herausholen. Darunter sind Tipps und Tricks zum Nahverkehr und dem Aufbau der städtischen Infrastruktur. Der Finanzen-Guide sorgt dafür, dass ihr genug Geld für eure Projekte habt und mit unseren Schönbau-Guides könnt ihr sogar eure eigene Stadt nachbauen. In zahlreichen übersichtlichen Tabellen findet ihr im Handumdrehen die Infos, die ihr braucht, und auf der Vorderseite des XXL-Posters seht ihr mit einem Blick, welche Boni ihr mit den Signature-Gebäuden bekommt. Wenn ihr das Bundle aus Heft und E-Paper im Shop bestellt, könnt ihr sofort mit dem digitalen Heft starten. Bestellen könnt ihr das Ganze unter gamestar.de/skylines. Vampire Slayer für Half-Life 1. Es gab 3 Dinge, deren ich mir absolut sicher war. Erstens, ich war ein Vampir. Zweitens, ein Teil von mir, und ich wusste nicht, wie mächtig dieser Teil war, dürstete es nach dem Blut meiner Mitspieler. Und drittens, ich war bedingungslos und unwiderruflich in dieses Spiel verliebt. Ein paar Jahre bevor die Twilight Saga diese Vampire ja erst so richtig cool machte, glitzerte etwas anderes im faden Licht der Spielermonitore. Vampire Slayer, eine unscheinbare Mod für Half-Life 1, die vor allem durch den asymmetrischen Multiplayer glänzte. Vampire gegen Slayer, also Vampire Slayer. Mit bloßen Krallenhänden erwehren sich darin die Blutsauger ihren Jägern, die sich bis an die menschlichen Zähne bewaffnet auf sie stürzen. Mit Shotguns, mit Revolvern oder mit Weihwasser und mit Kreuzen. Das alleine qualifizierte Vampire Slayer schon als launiges LAN-Partyspiel für die späteren Stunden, wenn einem Counter-Strike mit der schweißtreibenden Entscheidung zwischen AK und AR nicht asymmetrisch genug war. Denn die Nahkampfangriffe der Vampire sind zwar sofort tödlich, aber relativ unpraktisch im Kugelhagel. Wie Messer in einer Schießerei. Die Vampire kompensieren das fehlende Schießpulver mit Geschwindigkeit und Stealth. Auftritt der junge, sadistische Marco. Ich wollte nicht nur gewinnen, ich wollte meine Opfer demütigen, ihren Angstschweiß riechen, selbst der Jäger sein und nicht der Gejagte. Ich wurde selbst zum Monster.
Und so wurde meine Lieblingsvampirklasse natürlich die, die sich unsichtbar machen kann. Das klingt zwar ziemlich imbalanced, wird aber dadurch ausbalanciert, dass das wirklich nur für wenige Sekunden möglich ist. Mehr Zeit, als ich brauche. Mit achtsamem Gehör, guter Levelkenntnis und einer gehörigen Portion Jagdinstinkt ausgestattet, dreht sich das Blatt in diesem Spiel so sehr, sehr schnell. Wenn dazu noch mein N64 GoldenEye geübter Veteranenblick kam, konnte ich im Augenwinkel erahnen, wann genau die Gegner um die Ecke huschen würden, wenn sie glaubten, nur durch eine Tür zu gehen, wenn sie für eine Millisekunde gefühlt gegen eine unsichtbare Wand liefen. Es war nun keine Wand. Doch bis sie das umrissen, war es schon zu spät. Meine spitzen Fingernägel trennten ihren törichten Kopf vom zum Schrei ansetzenden Hals. Auch außerhalb des Spiels. Wenn sie ihren Kopfhörer herunterrissen, wenn sie mich anbrüllten, wenn ich in ihrer Angst und in ihrem Blut badete. Das Ocean House Spukhotel aus Vampire Bloodlines. Eigentlich hätte man ja meinen können, dass mir im Alter von 16 Jahren ein klischeehaftes Geisterhaus nicht mehr viel hätte anhaben können. Aber meine Güte, was habe ich in Vampire Bloodlines gezittert, als mich das Spiel ganz am Anfang in das berüchtigte Ocean House Hotel führte. Die Quest The Ghost Haunts at Midnight schickt damals meinen noch relativ unerfahrenen, neu gebauten Vampir auf die Spur eines Axtmörders, dessen Geist in dem verlassenen Hotel sein Unwesen treiben soll. Und während Anfang alles noch relativ normal zu sein scheint, bricht nach und nach die absolute Hölle auf dem Anwesen los. Eine Frau im blutverschmierten Kleid huscht durch die Gänge, verschwindet dann plötzlich spurlos. In der Küche fliegt mir das komplette Geschirr um die Ohren. Aufzüge stürzen Millimeter von mir entfernt einfach unvermittelt in die Tiefe. Und was das Ganze so bedrohlich macht: Es gibt überhaupt keine konkrete Gefahr für meinen Charakter, auf die ich reagieren kann. Es gibt keinen Gegner, den ich attackieren kann. Stattdessen spielt mir das Hotel andauernd fiese Streiche in Form von wirklich clever gemachten Skriptsequenzen, lässt Glühbirnen platzen oder plötzlich wildes Geheul ertönen, ohne dass ich irgendwie ein greifbares Feindbild bekomme oder ein Monster vorgesetzt kriege. Und diesen ständigen Psychospielen hielt mein 16-jähriges Ich irgendwann einfach nicht mehr stand. Und sie führten dazu, dass ich an dieser Stelle für mehrere Tage pausieren musste, um mich erstmal wieder zu beruhigen. Und auch wenn es für den Rest der ganzen Gaming-Welt für immer ein Rollenspiel sein wird, für mich ist Bloodlines seit diesem Tag eindeutig im Horrorgenre einzuordnen. Ich verfluche dich, verdammtes Ocean House Hotel. Oh ja, Hotels können gruselig sein. Vor allem, wenn ihr bei ihnen spart. Noch gruseliger ist aber Schlafen unter freiem Himmel. Denn nichts ist furchterregender als die Natur. Lasst euch das von einem alten Kürbiskopf gesagt sein. Der Flüsterwald aus Red Dead Redemption 2. Ich bin ja relativ hart im Nehmen, wenn es darum geht, mich in Horrorspielen ernsthaft zu gruseln. Ich erschrecke mich zwar sehr leicht vor Jumpscares, aber wirkliche Angst, das ist selten. Umso erstaunlicher, dass eine meiner wahrhaft gruseligsten Erfahrungen aus gar keinem Horrorspiel stammt. Obwohl, vielleicht ist genau das der Grund, dass es mich so kalt erwischt hat. Immerhin fühlt es sich dann wirklich danach an, als wäre etwas nicht so, wie es sein sollte. Dieses Gefühl der nackten Angst bekam ich beim Spielen von Red Dead Redemption 2, dem Cowboy-Abenteuer von Rockstar Games, das ich zu diesem Zeitpunkt bestimmt schon an die 100 Stunden lang gezockt hatte. Oh nein, es geht mir nicht um die ominöse UFO-Sichtung. Wer hat schon Angst vor Aliens? Wirklich gegruselt habe ich mich erst, als ich mit Arthur Morgan auf Erkundungstour in Roanoke Ridge unterwegs war. Also das dicht bewaldete Gebiet ganz weit im Nordosten, wo sich die widerlich rückständige Murphy Brood herumtreibt. Draußen war es zu diesem Zeitpunkt schon stockfinster. Also sowohl im Spiel als auch in der Realität. Da ich mal wieder bis etwa 3 Uhr morgens vor der PlayStation saß.
Zu einem Gefühl der Beklommenheit gesellte sich also auch noch einsetzende Müdigkeit. Auf jeden Fall durchstöberte ich das Gebiet und gelangte in einen Waldabschnitt, als ich plötzlich etwas hörte. Ein Säuseln. Der Wind? Nein. Es war ein Flüstern. Ganz sicher, ich hörte es. Immer deutlicher. Nur nicht, was die Worte sagten. Und dann begann ich tatsächlich nervös zu werden. Was zur Hölle war dieses Flüstern? Hier sollte nichts flüstern. Ich habe mich eine Weile immer panischer mit Arthur umgesehen. Nichts. Irgendwann spielte mir mein Verstand vor, dass es auch in meiner Wohnung flüsterte. Und spätestens dann bin ich panisch davongeritten und kam erst am nächsten Morgen wieder. Die Cauldrons aus Horizon. Mit Horrorspielen kann man mich jagen. Die sind einfach nicht gut für meinen Blutdruck. Selbst gruselige Abschnitte in Nicht-Horrorspielen bringen mich leicht ins Schwitzen. Zum Beispiel dieses verfluchte Unterwasser-Level in Cyberpunk 2077. Boah. Aber aus irgendeinem Grund sind es die Cauldrons aus meinen geliebten Horizon-Spielen, die mich zuverlässig in Panik versetzen. In diesen Anlagen werden die riesigen Maschinenwesen hergestellt, die ich in der Open World dann wieder umhaue. Oder von ihnen umgehauen werde. Entsprechend fremdartig ist diese Welt. Überall Rohre, Kabel, spiegelglattes Metall, es stampft, zischt und knirscht und wehe, eine Maschine erblickt mich. Dann wird es im wahrsten Sinne eng. Es ist so eine unbegreifliche, tödliche Kälte, die hier vorherrscht. Kein Leben weit und breit, dafür ein unendlicher Strom von gewaltigen Maschinen, die unermüdlich andere Maschinen bauen, lange nachdem sie das Leben auf der Erde bis auf den letzten Grashalm vernichtet haben. Und ich bin nichts weiter als ein kleines Sandkorn in ihrem Getriebe, das jederzeit zermalmt werden kann. Vor allem, wenn ich den Ausgang aus dem Labyrinth nicht finde, macht mich das echt fertig. Deshalb schaue ich immer sofort in Guides nach. Und der unvermeidliche Bosskampf, der immer am Ende wartet, macht die Sache nicht besser. Auf engstem Raum muss ich mich mit den gefährlichsten Robosauriern anlegen. Deshalb meide ich die Cauldrons wie die Pest, wenn möglich. Und muss jedes Mal alle Lichter im Zimmer anknipsen, wenn ich doch mal einen abschließen muss. Die Mech-Spinne aus Cyberpunk Phantom Liberty. Ich habe oft Albträume. Naja, eigentlich fast ausschließlich Albträume. An die Tiefen und Grauen meines Unterbewusstseins habe ich mich also schon recht gut gewöhnt. Doch eine Art von Traum kriecht mir bis heute jedes Mal unter die Haut. Nichts macht mir so viel Angst, wie verfolgt zu werden. Hilflos, allein und ausweglos. Dass ich mich dieser Angst ausgerechnet in Cyberpunk 2077 stellen muss, hätte ich nicht erwartet. Das Add-on Phantom Liberty bringt nicht nur sehr viele tolle neue Geschichten nach Night City, sondern auch die Quest Somewhat Damaged. Nichtsahnend arbeite ich mit Netrunnerin Songbird zusammen, hacke mich für sie in unterschiedliche Konsolen, öffne Türen, typische Cyberpunk 2077 Questaufgaben eben. Bis eine riesige Mech-Spinne direkt auf mich draufkracht. An dieser Stelle liebe Grüße an meine Arachnophobie. Und dann fängt sie auch noch an, mich durch die dunklen Gänge der Anlage zu verfolgen. Meine sonst so coole Cyberware und mein brennendes Katana sind gegen sie in etwa genauso effektiv wie ein Regenschirmchen gegen einen Hurrikan. So schleiche ich also durch die Korridore, wage nicht mehr als 3 Schritte in eine Richtung, bevor ich mich panisch umschaue und lausche dem dröhnenden Klopfen meines Herzens, das mir jede Sekunde aus der Brust zu springen droht. Als ich mit zittrigen Händen endlich das Kapitel beende, wird mir klar, Somewhat Damaged gehört zu meinen liebsten Quests in Cyberpunk 2077. Denn ich liebe Horror. Und noch mehr liebe ich Horror-Einlagen in Videospielen, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet hätte. Blackwater City aus Ratchet & Clank. Meinen persönlichen Horrormoment halte ich wahrscheinlich für sehr viel gruseliger, als ihr es tut.
Doch in meiner Erinnerung läuft es mir bei Blackwater City auf dem Planeten Rilga aus dem allerersten Ratchet & Clank noch immer eiskalt den Rücken runter. Allein der stressige Soundtrack löst bei mir ein gewisses Unwohlsein aus, finde ich mich in einer wirklich ausladenden Umgebung wieder. Blackwater City ist dunkel, unheimlich und an allen Ecken und Enden wimmelt es nur so von widerlichen Schleimviechern, die sich bei jedem Treffer in noch mehr Schleimviecher aufteilen. Widerlich. Dass abgesehen davon ein Haufen gruseliger Typen in Schutzanzügen und Atemmasken unterwegs ist, hilft übrigens überhaupt nicht. Und wie der Name vielleicht schon verrät, wird Blackwater City von einer undurchsichtigen Plörre durchzogen, die so etwas wie Wasser darstellen soll. Wer darin nur eine Sekunde zu lang herumplanscht, wird einfach mal von einem absurd dicken Alienfisch vernascht. Als würden meine Nerven nicht schon blank genug liegen. Insomniac Games, die ich eigentlich als die Helden meiner Kindheit bezeichne, Ratchet & Clank sei es gedankt, haben es sich natürlich nicht nehmen lassen, mich in Teil 3 und dem Reboot von 2016 nochmal nach Rilga zu schicken und damit mein Kindheitstrauma neu aufleben zu lassen. Dankeschön. Ratchet & Clank habe ich in meiner Kindheit und bis heute bis zum Erbrechen gespielt, aber in Blackwater City habe ich mich nie länger aufgehalten als unbedingt nötig. Auf die Auffrischung meiner unliebsamen Erinnerung an dieses eine Spielelevel hätte ich für diese Liste ehrlich gesagt auch verzichten können. Die Erinnerung kann furchterregend sein, Boys and Ghouls. Nichts ist schließlich schrecklicher als die Schrecken der Kindheit. Egal, ob ihr nun Kinder spielt oder noch ein Kind wart, diese Spiele lassen euch schlottern wie ein Vierjähriger beim Kinderarzt. Der White Space aus Omori. Dass Videospiele kein Kinderkram sind, brauche ich euch auf GameStar nicht zu erzählen. Und trotzdem ist die junge Zielgruppe unseres Lieblingsmediums riesengroß. Aber wie viele Spiele fallen euch ein, in denen ihr tatsächlich auch mal Kinder spielen könnt? Omori vom amerikanischen Studio Omocat ist auf jeden Fall eines von ihnen und lullt euch zu Beginn des Spiels geradezu mit seiner niedlichen Prämisse ein. Eine Kindergruppe spielt in einer quietschbunten Pixelwelt auf dem Spielplatz, dann geht ihr Freund verloren und sie suchen ihn und bekämpfen dabei in bester Final Fantasy-Manier knuddelige Monster und treffen alberne Schurken. So weit, so harmlos. Doch nach und nach kommen Zweifel auf, wie unschuldig dieses Spiel wirklich ist. Warum ist euer Held Omori eigentlich als einziges Kind schwarz-weiß? Und was hat's mit diesem komischen leeren Raum auf sich, in dem er immer wieder aufwacht? Der Blank Space ist das gruseligste Fleckchen nichts, das ich je in einem Videospiel bewundern durfte. Immer wieder zieht es Omori im Verlauf der Geschichte dorthin zurück. Am Anfang ist das noch kein Problem, ein Schritt durch die Tür und er befindet sich wieder im kunterbunten Rollenspielland. Aber beim zweiten Mal bricht auf einmal der Horror in dieses harmlose Abenteuer ein. Die Tür ist weg. Der einzige Ausgang einfach verschwunden. Was nun? Ich blicke mich um. Nichts im Zimmer außer Omoris Laptop, eine traurige Glühbirne und seine Katze Mivo, die mich auch noch höhnisch fragt: Was ist los? Wartest du darauf, dass etwas passiert? Dann der zündende Gedanke. Ein Blick ins Optionsmenü holt mich sicher hier raus. Und plötzlich gefriert mir das Blut in den Adern. Eine Option war hier vorher noch nicht da. Da, wo vorher drei Fragezeichen prangten, steht jetzt Stab, also erstechen. Das wird doch nicht. Und wir wachen wieder im bunten Kinderland auf. Spaß, 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 Spaß. Hier hat sich garantiert gerade kein Minderjähriger selbst umgebracht. Nichts zu befürchten. Ganz sicher nicht. Hier zeigt Omori sein wahres Gesicht. Und keine Sorge, ich habe euch hier nicht mehr gespoilt als die erste Stunde dieses 30-Stunden-RPGs. Omori gehört zu den besten Spielegeschichten, die ich in den letzten Jahren erleben durfte. Und viel mehr will ich an dieser Stelle gar nicht sagen. Der Steinbrecher der Lego-Insel. Get out of the truck and open the gate. Hallo, ich bin's nochmal, aber ich bin gar nicht ich, sondern ich bin die Kollegin Mary Marks, die ihren Text leider nicht selbst einsprechen konnte. Deswegen stellt euch einfach Marys Gesicht auf meinem Körper vor. Normalerweise halte ich mich von Horrorspielen fern. Nicht, weil sie mich ernsthaft schockieren oder ich nachts nicht mehr schlafen kann, sondern weil ich Jumpscares einfach nicht leiden kann.
Ich mag einfach das Gefühl nicht, wie der Körper zusammenzuckt und sich die Pulsfrequenz erhöht. Deswegen schaue ich Horrorspiele maximal als Let's Plays oder bei meinen Geschwistern über die Schulter zu. Es wird euch daher vielleicht ein wenig überraschen, wenn ich für meinen persönlichen Horrormoment mit einem über 25 Jahre alten Kinderspiel um die Ecke komme. Obwohl ich eigentlich immer eher Playmobil statt Klemmbausteine hatte, hat mich das digitale Lego in Form der Abenteuer auf der Lego-Insel sehr geprägt. Im Guten wie im Schlechten. Der erste Teil der Lego-Insel hat keine feste Story. Eigentlich wandert ihr nur in der Ego-Perspektive über die Insel und erledigt Missionen wie Rennen fahren, Fahrzeuge abschleppen oder Verletzte ins Krankenhaus bringen. Das ist alles eher spaßig und die jetzt vielleicht gruselig erscheinende Grafik war damals auch kein Grund für Herzkasper. Im Lauf des Spiels könnt ihr allerdings eine Mission annehmen, bei der ihr dem berüchtigten Steinbrecher eine extra scharfe Pizza in den Knast liefert. Der Schlawiner hat natürlich mitgedacht und die Pizza so scharf bestellt, dass er mit seinem Feueratem die Gitterstäbe schmelzen kann und dann ausbricht, um die Insel zu terrorisieren. Es liegt nun an euch, ihn wieder einzufangen. Und hier kommt nun endlich der Horror, der der etwa 5-jährigen Mary damals Albträume beschert hat. Schafft ihr es nicht, den ausgebüxten Steinbrecher binnen eines Zeitlimits wieder ins Kittchen zu verfrachten, wird das schlechte Ende abgespielt. Dort seht ihr, wie der Steinbrecher in einem Haufen Trümmer steht und davon erzählt, dass die Insel jetzt ihm gehöre, während im Hintergrund leise das bittere Weinen der Bewohner zu hören ist. Das klingt voll heftig. Das war damals so schlimm für Mini Mary, dass sie das erste und einzige Mal von einem Spiel wirklich Albträume hatte. Well, it's not as bad as it looks. Well, maybe it is. No. Das Zuhause aus The Binding of Isaac Repentance. Und hier bin wieder ich, denn auch der liebe Kollege Tristan konnte seinen Text leider nicht selbst einsprechen. Also stellt euch einfach vor, ich bin Tristan Gutenrath. The Binding of Isaac ist eines der groteskesten Spiele, die es auf dem freien Markt zu kaufen gibt. Ihr lauft durch den Körper eurer Mutter, bekämpft haarige Tumore, wütende Kackhaufen und rachsüchtige Fleischreste. Und womit? Natürlich mit euren Tränen, die durch Items wie den kopflosen Körper eures toten Hundes verstärkt werden können. Isaac ist wirklich nichts für schwache Nerven, doch gruselig ist es eigentlich keineswegs. Zumindest bis auf einen einzigen Moment. Und jetzt Vorsicht, Spoiler! Nachdem ihr eine Klinge aus der Kanalisation geholt, einen Griff aus den Minen geplündert und viele Leben geopfert habt, kommt ihr endlich nach Hause. Doch dort angekommen wird die Atmosphäre überraschend dicht. Als einzige Lichtquelle dient ein rauschender Röhrenfernseher, der zusammen mit der drückenden und melancholischen Musik das Blut in den Adern gefrieren lässt. Spätestens wenn ihr dann euch selbst findet, wie ihr zitternd und zusammengekauert in einer Ecke liegt, werdet ihr merken, dass ihr doch nicht in eurem Trautenheim angekommen seid. Ein letzter atmosphärischer Höhepunkt wird erreicht, wenn der Bosskampf gegen Dogma beginnt, dem menschgewordenen Testbild des flackernden Fernsehers. Der Horror hat zwar nun ein Ende, doch ihr werdet mit einem der herausforderndsten Kämpfe des gesamten Spiels konfrontiert. Und das waren sie, Schreckensfans. 10 Horrormomente, die ihr so garantiert noch nicht kanntet. Oder haben wir am Ende gar welche vergessen? Dann keine Angst, schreibt sie uns in die Kommentare für nächstes Halloween. Bis dahin, meine Kreaturen der Nacht. Gott, ist das eine Luft.